Wir sind zurück jetzt hier 92 Kilo, Gregor Herb gegen Lukovic aus Serbien. Wieder an meiner Seite Daniel Ackermann. Und an meiner Malte Jansen. Richtig, so soll es sein. Ja, das wird jetzt interessant, weil die Serben warten hier immer mit einer Riege äußerst guter Standkämpfer auf. Mhm. Und Gregor ist ja auch für seinen Stand aus dem Bundesliga-Judo bekannt. Bulldozer-Style. Ja, schauen wir mal, was das gibt. Ja, das verspricht viel. Mhm. Gregor ein bisschen angeschlagen heute Morgen gewesen, hatte ein dickes Knie. Vielleicht Schleimbeutel, irgendwas in der Art, hat sich beim Training zugezogen. Mal gucken, ob es ihn jetzt in irgendeiner Weise beeinträchtigt beim Kämpfen. Ich hoffe nicht. Ich denke mal, auch ein zäher Hund, der beißt einfach jetzt die Zähne zusammen, sehr die 5 Minuten. Sehr erfahrener Mann, sehr zäh. Also Gregor weiß schon gut, was er macht und was er sich zutrauen kann und nicht. Jetzt Handfighting im Clinch mit dem Serben. Abtasten am Anfang noch ein bisschen. Gucken, wie der Gegner reagiert. Und der Serbe zum Single-Leg gegangen. Ja, ja. Schafft jetzt hat schön ausgekämpft. Ja, im Scramble wieder hoch. 0-0, immer noch keine Punkte. Eine Minute im Kampf sind wir jetzt. Aber ein schöner Eingang, schneller Eingang. Ja, Single-Leg. Wie versprochen, der Serbe. Und Gregor shootet Double-Leg, holt ihn runter. Sehr schön. In die Hard Butterfly. Und jetzt schön. Versucht er zu passen. Ja, ja, ist schon in der Half-Guard gepasst. Macht sich jetzt lang über den Körper. Jetzt muss er aufpassen. Ja, jetzt muss er aufpassen. Geht unter den Schwerpunkt ans Bein. Versucht ein Japaner ans nicht ans angeschlagene Knie. Nee, nicht ans angeschlagene Knie. Gefährlich. Sieht tief aber aus. Aber Gregor kämpft sich gut raus. Ja, holt sich quasi die Triangle hinten, um das angegriffene Bein zu schützen. Versucht jetzt den sehr platt zu drücken, quasi um zu passieren. Jawohl, drückt die Hüfte schön runter. Ja, hat Over-Under am Kopf. Jawohl, der Serbe. Recover zur Half-Guard, Half-Butterfly. Ja. Aber schöne Aktion, schön rausgekämpft. Und Gregor führt 1-0. Kann jetzt aus dieser vorteilhaften Lage heraus kämpfen. Geht auf Kimura. Jawohl, und er hat den Arm, das ist sein Ding, da ist er sehr stark. Aber der Serbe kontert direkt mit einem Beinangriff. Gregor hat versucht aus dem Scramble. Oh, jetzt Sotogari hat nicht ganz geklappt. Im Scramble nach unten und quasi in die Open Gun vom Serben. Gregor jetzt 2 Punkte vorne, hat jetzt quasi, ich denke mal, für den wieder sehr routiniert, einen Punkt bekommen. Ich gehe mit. Ja. Ich höre jetzt gerade, der Gerhard kämpft auf der anderen Matte. Ich mache jetzt alleine weiter hier im Kampf von Gregor Herb gegen seinen serbischen Kontrahenten. Gregor hat versucht, die Guard zu passieren, kommt jetzt aber beide out of bounds und es gibt eine Restart-Position in der Mitte von der Kampffläche. Restart-Position, quasi Open Guard. Gregor ist oben, also ist in einer vorteilhafteren Position. Wir sind bei 2 Minuten 44, also Hälfte der Zeit haben wir hinter uns. Der eine Punkt wurde jetzt nicht gewertet auf der Punktetafel. Weiß ich nicht, was da passiert ist. Gregor versucht jetzt mit dem Side Smash die Guard des Serben zu passen. Er selber schafft es aber im Scramble fast nach oben zu kommen. Ja, jetzt kommt es auch bei uns aus der Ecke, dass die Punkte nicht gegeben wurden. Zu Recht. Der Serbe versucht aus der Open Guard seine Angriffe weiterzuführen. Und wir haben einen Break, warum auch immer. Irgendjemand scheint zu bluten. Jetzt werden die Medics holen. Oh, Gregor hat wohl einen Cut auf der Stirn. Bei wem? Bei dir, Gregor? Ja. Ja, Gregor hat auf dem Kopf einen Cut. Sanitäter wird gerufen, Zeitungs gestoppt.
Und mal gucken, was passiert. Also der zweite Punkt für den Takedown wurde noch nicht gegeben. Weiß nicht, ob das jetzt nochmal adressiert wird. Armin hebt jetzt quasi seine rote Challenge-Marke quasi. Er kann jetzt die Schiedsrichterentscheidung, dass der zweite Punkt nicht gewertet wurde, challenged er. Also will, dass der zweite Punkt gegeben wird. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, die Regeln sind so, der Kämpfer wird vom Unparteiischen nochmal befragt, ob er diese Challenge quasi annimmt. Und nur wenn der Kämpfer dem zustimmt, wird auch die Challenge an den Kampfrichtertisch weitergetragen. Und da wird es dann per Videobeweis sozusagen entschieden. Warten wir mal ab, was passiert. Währenddessen wird Gregor auf der Matte vom Sanitäter behandelt. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. So eine kleine Schramme, vielleicht nur einen kleinen Kratzer. Also Gregor wird es definitiv nicht beeinträchtigen beim Kämpfen. Ja, auf. Ja, der Schiedsrichter spricht gerade mit dem Bundesrichter Amir Islam in der Ecke und erklärt, was passiert ist. Okay, den zweiten Punkt gibt es wohl nicht. Der hat sich wohl vertan, aber der hat doch zwei TikToks gemacht. Ja. Gibt es eine kleine Kontroverse? Also, der Schiedsrichter hat sich wohl anscheinend irgendwie vertan. Und ja, steht nach wie vor 1-0. Die Punktetafel ist jetzt ausgefallen. Jetzt wissen wir auch gar nichts mehr. Währenddessen auf Matte 1. Gerhard Hünfeld ist jetzt gegen den Griechen im Viertelfinale, wie ich das sehe. Daniel Ackermann in seiner Ecke. Mal gucken, jetzt haben wir zwei Schauplätze hier. So, jetzt der Oberschiedsrichter Clint Eastwood. Der schaltet sich jetzt auch noch gerade ein bei uns hier. Okay, Matte muss noch getrocknet werden. Und dann denke ich mal, geht es auch gleich schon weiter. Okay, jetzt muss der Bundestrainer schon die Matte sauber machen. Fantastisch. Großartig. Okay, Restart Position in der Mitte. Punktetafel geht immer noch nicht. Okay, weiterhin Unterbrechung. Die Kämpfer müssen jetzt sich Gesicht zur Kampfrichterbank hinsetzen und jetzt darauf abwarten, dass die Elektronik wieder funktioniert. Währenddessen geht es bei Matte 1 ist die Punktetafel auch ausgefallen. Oh, jetzt geht es hier wieder los. Okay, Restart Position in der Mitte. Gregor Herb oben, der Serbe unten. 1-0 bei 3-13 für Gregor Herb. Gregor führt 1-0. Ja. Anweisung aus der Ecke auf die Deep Half Guard, sollte auch passen. Versucht wieder mit dem Side Smash die Open Guard des Serben zu passieren. Der Serbe verteidigt gut, versucht immer wieder in die Half Guard sich reinzuschießen unter den Schwerpunkt von Gregor und da einen Sweep anzusetzen. Aber Gregor hält ihn einfach unten. Bulldozer-Style sozusagen. Und versucht sich in der Top-Position zu behaupten. Ja, wie man sieht, selber versucht immer wieder unter den Schwerpunkt von Gregor zu kommen, versucht jetzt aus X-Guard ein bisschen, aber Gregor hält super dagegen, muss nur auf sein Bein aufpassen, das ist wieder nicht sehr gut, schön. Ist quasi jetzt halb in der Mount schon, aber der selbe recovered zur Hard Butterfly Guard, versucht wieder in die Deep Half Guard. Eine Minute 50 Sekunden ungefähr noch bei 1-1. Ah, der selber, der ist auch schon ein bisschen am Ende seiner Kräfte angelangt. Und jetzt Gregor versucht zu passieren. Er muss, ist aber jetzt in der Reverse Triangle, kann sich wieder rausbringen und muss passen. Also wäre schön, wenn der Passen jetzt sich noch ein kleines Punktepolster aufbauen kann. Gregor! Weil man muss immer aufpassen, wie gesagt, dass man nicht für Passivität gecallt wird. Und somit wichtige Punkte an den Gegner abgeben. Raus! Und da kommt, was war jetzt? Seitenwechsel! Ich glaube, Gregor, Seitenwechsel. Es gab einen Punkt für Gregor. Nee, doch nicht. Ich weiß nicht, was die Handbewegung vom Schiedsrichter jetzt zu bedeuten hatte. Gregor immer noch in der Side-Mount.
hält seinen Gegner flach, dass er nicht unter seinen Schwerpunkt kommt, stabilisiert sich, muss die Hüfte unten lassen. Der Serbe versucht natürlich jetzt alles und da ist die Zeit abgelaufen. Wunderbar, sehr schön gekämpft, routiniert, das Ding nach Hause geschaukelt. 1-0 nach Zeitablauf für Gregor Herb gegen den technisch guten, starken Serben. Gewinnt seinen ersten Kampf in seiner unter 92 Kilo Klasse. Wir wechseln jetzt direkt weiter zu der Mathe A Viertelfinale. Gerd Hünfeld gegen den Griechen. Kommt Jungs, ihr kämpft der Nächste. So, wir machen fliegenden Wechsel. So, fliegender Wechsel auf Mathe A, Gerd Hünfeld, Viertelfinale gegen den Griechen. Der Grieche führt 1-0 bei 2 Minuten Kampfzeit, 3 Minuten haben wir noch zu kämpfen. Gerd in der Close Guard und muss jetzt arbeiten. Fast hat er den Triangle, aber der Grieche versucht zu passieren, außen zu passieren. Und hat das Knie in der Mitte schon durch, kann quasi durch die Mitte passieren. Gerd muss das Knie durch die Mitte zurückschieben, damit der Grieche nicht passieren kann. Ah, der Grieche stabil und ist in der Halfguard. Gerd muss arbeiten. Halbzeit, 2 Minuten 30 noch zu kämpfen. 1-0 für den Griechen hier im Viertelfinale. Ja, Daniel Ackermann gibt Anweisungen aus der Ecke. Der Bundestrainer hinter den Barrikaden hier sozusagen. Komm. Weiter arbeiten. Franco De Leonardis neben mir, alle schreien Anweisungen rein. Oh, sehr schön das Sweep aus der Halfguard für Gerhard. Versucht die Backmount zu nehmen. Was jetzt? Aber der Schiedsrichter pfeift ab, weil die Jungs. Ich denke mal, out of bounds. Es gibt wieder Reklamationen hier bei uns aus der deutschen Ecke, zu Recht, wie ich finde, weil der Gerd eindeutig einen Sweep angebracht hat, dafür keine Punkte gekriegt hat. Nein, aber aber der Kampfrichtertisch hat es schon so richtig gesehen. Halt hoch, halt hoch. Nein! Heb das Ding hoch! Heb das Ding hoch! Okay. You Sean? Okay, nach dem Sweep muss wohl laut Referee 3 Sekunden lang der die Simon oder die Position gehalten werden, damit er in der Restart-Position Gerd oben hätte starten können. So startet er unten und der Grieche versucht wieder aggressiv zu passieren. Gerd muss aktiv werden. Oh, der Grieche in der Guillotine. Gerd muss arbeiten. Die Guillotine scheint tief zu sein. Der Grieche wechselt zur Backmount, hat aber die Hooks nicht drin. Es gibt noch keine Punkte. Er darf einfach die Hooks schön rausgewandert. Gerd versucht jetzt seinerseits die Backmount zu nehmen. Und es gibt Punktausgleich, Gerd hat einen Punkt für den Escape bekommen. Es steht 1-1 bei 1:15 restlicher Zeit auf der Kampfrichter-Uhr. Hat einen festen Griff auf Underarm am Griechen angebracht, hat den einen Hook schon drin, braucht den anderen Hook, um die Punkte zu kriegen, geht auf Mataleon, er sieht tief aus. Mount. Er müsste jetzt eigentlich in die Mount wechseln. Er darf jetzt nur nicht den Griechen on top rauskommen lassen. Ah, schöner Scramble. Ah, schöner Takedown von Gerd. Sehr schöner Takedown. In die Open Guard. Führt somit 2-1. Nach 40 Sekunden noch auf der Kampfrichteruhr. 2-1 für Gerd Thünfeld im Viertelfinale. Die Stimmung kochte über. Der Grieche versucht, einen Kimura anzusetzen. Scramble. Aber Gerd bewegt sich sehr schön in den Rücken des Griechen. Der Grieche sieht man schon die Verzweiflung in seinem Gesicht. Da ist nicht mehr viel Saft in ihm drin. Gerhard hält die Position wunderbar. Dreht sich wunderbar in die Backmount rein. Hat aber nur einen Hook ran. Ist noch 5 Sekunden. 5 Sekunden, 3,
zwei, eins. Wunderbar. Super Kampf. Gerd Hünfeld gewinnt Viertelfinale gegen Griechen, gegen den Griechen. Den guten, starken, zähen Griechen. Er hat einen super Kampf geliefert. 2-1 nach 5 Minuten Kampfzeit und zieht somit ins Halbfinale ein. Ich gebe zurück nach Mainz. Ja, wir warten ab. Man weiß nicht, was hier passiert.